Der CEO der UBS, Sergio Ermotti, leugnet, dass private Banken selber Geld herstellen. Er behauptet, dass bei der Kreditvergabe einer Bank Spareinlagen, also Geld von Sparern, weitergegeben würde. Das stimmt nicht und ist wissenschaftlich unhaltbar. Im Folgenden die Diskussion zwischen Sergio Ermotti und Wirtschaftsprofessor Sergio Rossi. Sorry, ma dove pensa che vadano a prendere le banche i soldi per fare i prestiti e per fare i crediti? Non hanno bisogno di avere risparmi le banche per dare i crediti. E dove vanno a prendere i soldi? Li emettono, creano dal nulla. Dal nulla? Come mostra l'iniziativa Moneta Intera, su cui saremo chiamati a votare forse già quest'anno, le banche danno prestiti e poi raccolgono i depositi. Sì, ma devono avere dei depositi per poter prendere, logicamente, per fare prestiti. Non possono prestare soldi. Ma logicamente il primo deposito da dove viene, secondo lei? Ma dai clienti che ci affidano i loro risparmi. E i risparmi come nascono? Ma cosa occorre produrre un reddito, no? Ma certo, ma lei sta dicendo... Il reddito è prodotto grazie al credito che le banche danno alle imprese. Limitiamoci a rispondere. Se le banche non fanno credito alle imprese, non si crea reddito, non ci sono depositi allora, nuovi. Vuole che le spiego come funziona la banca o vuole spiegarmelo lei? Cioè, se vuole, guardi, le dico, per fare un credito la banca deve avere dei depositi, ok? Deve avere dei depositi. UBS-Chef Sergio Ermotti leugnet, was unbestritten ist. Die Schweizerische Nationalbank schreibt, der größte Teil aller Schweizer Franken, fast 90%, ist heute Buchgeld. Ein Großteil davon wird durch die Geschäftsbanken geschaffen, indem sie Kredite an Unternehmen und Haushalte gewähren. Die Deutsche Bundesbank ergänzt, tatsächlich wird bei der Kreditvergabe durch eine Bank stets zusätzliches Buchgeld geschaffen. Die weit verbreitete Vorstellung, dass eine Bank auch altes, schon früher geschöpftes Buchgeld, zum Beispiel Spareinlagen, weiterreichen könne, trifft nicht zu. Entweder weiß der Chef der UBS tatsächlich nicht, wie Geld entsteht. Oder er lügt, damit die UBS weiterhin ungerechtfertigterweise durch das Privileg der Geldherstellung Millionen verdient und damit die Vollgeldinitiative vom Volk abgelehnt wird. Die Vollgeldinitiative hat das Ziel, dass auch das elektronische Buchgeld, das Geld auf unseren Konten, von der Schweizerischen Nationalbank geschaffen wird. Dann dürfen Banken kein eigenes Geld mehr erzeugen, sondern nur noch Franken verleihen, das sie von Sparern, anderen Banken oder der Nationalbank zur Verfügung gestellt bekommen haben. Wenn Sie mehr über die Geldherstellung privater Banken wissen wollen, klicken Sie hier.